Allianz aus verschiedenen lateinamerikanischen Personen und Gruppen und Kollektiven hier in Berlin und in ganz Deutschland. Und wir freuen uns, dass wir hier sind und auch ein bisschen was sagen können. Es ist schade, dass nicht so viele Menschen hier sind. Es ist schade, dass die Kinder waren Menschen, die hierher vorbeikommen. Wie nicht die Menschen sind, die sich jetzt interessieren. Trotzdem ist es wichtig, dass wir hier sind, dass wir unseren Protest zeigen. Den Protest gegen die imperialistische Intervention, gegen die imperialistische Blockade, gegen die Aggression gegen Venezuela und die Aggression gegen die Völker von Südamerika. Und wir als Bloque Latinoamericano haben unsere eigene Perspektive auf das Geschehen in Venezuela. Das liegt einmal daran, dass wir wissen, dass ein Krieg gegen Venezuela nicht nur ein Krieg gegen das venezolanische Volk wäre, sondern eben ein Krieg gegen die ganzen Völker Lateinamerikas. Wir wissen, dass die Aggression gegen Venezuela nicht nur eine Aggression gegen das venezolanische Volk, sondern auch gegen die progressive Regierung in Bolivien und in Kuba sind. Und wir wissen, dass es eben nicht nur um einen angeblichen Diktator oder um die autoritäre Politik eines Regimes geht, sondern um die eigentlich autoritäre, imperialistische Politik der Vereinigten Staaten mit Unterstützung der europäischen Staaten, die alle hier vertreten sind an diesem Platz oder viele davon, die darauf hinarbeiten wollen, eins der letzten Länder, das in Südamerika noch den Sozialismus des 21. Jahrhunderts weiter voranbringen möchte, zum Sturz bringen will. Und wir sind heute hier, um uns entschieden dagegen auszusprechen und um entschieden zu sagen, dass wir wiederkommen werden, jeden Samstag. Und für alle Leute, die vielleicht zuhören, kommt auch, lasst uns diese Sache größer machen, kommt alle am 28. Mai in die Urania und lasst uns versuchen, hier in Berlin den Widerstand gegen die Intervention weiter auszubauen, weil das, was gerade passiert in Venezuela und anderswo, einfach nicht mehr so weiter passieren darf. Ich weiß nicht, ob ihr das Theater gesehen habt in Washington, heute und gestern, die letzten Tage, wie die US-Regierung durch falsche Tricks versucht, die Menschen aus der venezolanischen Botschaft herauszuekeln, die Unterstützer von Guaido sich dort aufgebaut haben und verhindern, dass Menschen Essen und Trinken erhalten, die dort in der Botschaft weiter Stellung beziehen. Und wir müssen hier unsere Position ausnutzen in Deutschland und in Europa, der Sache Sichtbarkeit geben, der keine Sichtbarkeit gegeben wird. Und wir müssen die Stimme sein derjenigen, die in Südamerika für Frieden und für die Freiheit und für den Sozialismus kämpfen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Matthias. Dankeschön.